Machen wir heute mal ein manuelles Intro. Hi, ich habe da was vorbereitet. Achtung und Action. Meine Frau wahrscheinlich auch. Heute ist Valentinstag und ich halte von diesem Tag ja überhaupt nichts. Also im Sinne von losmarschieren und irgendwo Blümchen kaufen. An einem Tag, an dem mich Facebook, Twitter, die Werbung und keine Ahnung was alles dran erinnern soll, dass ich heute meiner Frau oder meiner Liebsten ein Röschen kaufe. Und zwar gerade an dem Tag, wo die Geschenkkarten und Rosen das gefühlt achtfache kosten. Nö, sehe ich nicht ein, habe ich auch noch nie mitgemacht. Letztes Jahr habe ich mich drum rumgekämpft, wo ich kurze Zeit später dann mal dazu aufgerufen habe, dass wir doch einfach mal so losziehen und eine handgepflückte Blume, so ein kleines Sträußlein mit Wiesenblumen nach Hause bringen. Gut, habe ich Kritik geerntet für, weil die armen Bienen. Aber ich möchte mal behaupten, die Wiesenblumen, die ich da gesammelt habe, die waren jetzt auch nicht unbedingt das appetitlichste Bienenfutter. Also ich habe ihnen eine schlechte Mahlzeit erspart. Wie soll nur eine Ausrede sein. Auch heute kriegt sie keine Rose von mir. Wie gesagt, ich mag das nicht, ich mache da nicht mit, da bin ich dagegen. Und diesmal habe ich mir gedacht, mal was Nerdigeres. Ich habe den 3D-Drucker beauftragt, mir eine Rose auszudrucken. Und damit die aber dann, wenn ich sie schon nicht selber pflücke, wenigstens selbst gemacht ist, habe ich mir Autodesk Fusion 360 geschnappt, dort eine Rose gezeichnet, nur sehr stark abstrahiert vom Stil her. Anschließend habe ich das Ganze durch einen 3D-Drucker gejagt, habt ihr ja im Intro auch schon den einen oder anderen Ausschnitt gesehen, und aus dem 3D-Drucker raus dann mit dem 3D-Stift selber noch ein bisschen verziert, also grün ein bisschen gefärbt, und mir ist rot ausgegangen. Es gibt heute eine gelbe Rose. Ich hoffe, das hat nicht irgendwie was Böses zu bedeuten, nicht, dass es dann Grabblumen sind oder weiß der Geier, da gibt es ja solche Regeln, die ich als typischer, stereotypischer Mann nicht kenne. Also ich weiß nur, Rosen schenkt man der Liebsten, recht viel mehr wird es auch nicht. Ja, muss jetzt allerdings noch ein bisschen was arbeiten. Heute ist Freitag, Wochenende steht vor der Tür. Final Cut Pro Freitag hinter mich gebracht. Ja, hier nichts machen muss. Wie gesagt, ist vorproduziert. Und ja, ich melde mich wieder, wenn ich fertig bin mit der Arbeit. Wetter schaut aus, aber wir steigen definitiv nachher noch eine kleine Runde aufs Motorrad und flitzen da ein bisschen. Ihr seht mich also jetzt gleich im Helm. So. Heute mal in die andere Richtung startend, damit der Lautschi nicht jammern kann, dass man immer denselben Kreisverkehr sieht, wenn ich losfahre. Das heißt wieder, ich mache das vom Till nach. So, Sie fahren super anständig. Ja, 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 ja. So, eure Erwartungen habe ich heute ja schon enttäuscht. Das heißt, es kann nur aufwärts gehen. Ich fahre eigentlich nur so die typische Feierabendrunde, die bei mir keine festgelegte Runde ist. Also es gibt so ein paar Ziele, die ich immer mal wieder anvisiere. Und heute fahre ich zu keinem davon. Ich werde jetzt wahrscheinlich nur ein, zwei Runden um Krampfing. Ah, heute aber, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich nur ein paar Runden um Ampfing herumfahren, damit das Kälbchen wenigstens warm ist. Dann werde ich auf einen Kaffee bei meiner Schwester vorbeischauen. Und danach geht's Kälbchen waschen. Die Straßen sind nass und ziemlich sicher immer noch nicht völlig salzfrei. Aber ja, mei. Da wird halt täglich einmal in der Waschbox drüber gespritzt. Das Schöne, die Waschbox ist bei mir ja nur der... Ich hätte ihn schon mitgenommen. Aber da wollte er nicht, ne? Da ist er wählerisch. Ja, die Waschbox ist nur eine Parallelstraße weiter. Und dann habe ich da auch noch so Bonuskarte für, wo man im Vorfeld aufladen kann und dann ein paar Mal geschenkt bekommt. Und ich brauche ja auch nicht so viel Wasser wie bei einem Auto, sondern in meinem Fall ist es meistens ja wirklich nur mit großem Abstand zum Motorrad drüber waschen, denn Motorrad darf man mit dem Dampfstrahler eigentlich nicht waschen oder sollte man nicht tun.
weil zu viele offene Lager, Ritzen und Stellen da sind, wo kein Wasser rein soll, aber durch den Hochdruck im Hochdruckreiniger halt dann tatsächlich Wasser hinkommt. Wie gesagt, ich habe überhaupt kein Ziel, keine Ahnung, wo ich hin will, soll, kann, muss, dann fahr da immer ganz gerne einfach so durch die Gegend. Ja, Tagesplanung war mal. Wenn das Kälbchen dann wieder frisch ist, oder frischer, so richtig sauber wird sie dann natürlich nicht, aber sie ist auf jeden Fall salzfrei. Wenn das dann erledigt ist, dann, was haben wir denn? Ja, jetzt haben wir es gleich 4. Also bis dahin dürfte dann meine Frau dann auch langsam Feierabend haben, dunkel wird's. Und dann wird es heute ziemlich sicher ein Fernsehabend mit Popcorn. Sky hat nämlich jetzt, oder vielleicht kurz vorweggreifen, wissen manche ja gar nicht. Meine Frau ist nicht so der Filmfan, hatte ich neulich in einem Vlog mal erwähnt, aber wenn sie Filme schaut, dann eigentlich immer Horrorfilme. Und die mag ja ich nicht, beziehungsweise nur ganz wenige, die mir gefallen. Also alles, was so vom Prinzip her ist wie Hostel oder Saw Teil 1 bis 125, das sind alles Horrorfilme, die bei mir kategorisch ausscheiden, weil sie in meinen Augen nur sinnlos zeigen, wie Gewalt auf unschuldige Menschen angewendet wird. Und das stresst mich. Und diesen Stress tue ich mir in meiner Freizeit einfach nicht an. Und dann gibt es noch die Kategorie, wie soll ich es nennen? Poltergeist-Insidious, Teil 1 bis 125. Die schaue ich mir einfach mittlerweile nicht mehr an, weil sie, ja, wenn ich zu Beginn des Films eigentlich weiß, wie er ausgeht und was dazwischen passiert, dann stelle ich mir die Frage, wozu will ich den Film ansehen? Das ist so gar nicht das, was ich sehen möchte. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, naja, was bleibt denn dann insgesamt noch an Filmen übrig? Ja, es gibt relativ viele, in Anführungszeichen, Horrorfilme, die auch tatsächlich so eine Art Handlung haben. Da wo man halt eben nicht so genau im Vorfeld weiß, was passiert, oder die von der Story her einfach mal ein bisschen neuartiger sind. Namentlich zum Beispiel die zwei Neuverfilmungen von S. Insgesamt eigentlich nahezu alle Stephen King-Filme, die da draußen rumschwirren, egal ob alt oder neu. Und der Till hatte neulich einen genannt. Ach, auch schöne Ecke hier. Der Till hatte neulich einen genannt bei sich im Vlog, der eigentlich auch ganz toll ist. Mit Leonardo DiCaprio, Shutter Island. Oh, ich bin schneller. Ja, bloß ich habe eine Sackgasse vor mir. Und cool. Warum können die Leute so große Hunde nicht anbinden? Sind hier etliche Bauernhöfe? Arschlochhund. War ich. Shutter Island, ja, hat der Till neulich genannt. Auch einen so ein ganz geiler Film mit toller Wendung hinten raus. Insgesamt werden Filme während des Films oder hinten raus eine tolle Wendung haben. Also entweder so eine Wendung, mit der keiner gerechnet hätte. Oder alternativ, was ich auch ganz toll finde, ist, wenn der Film immer konfuser wird und man hinten raus eine Erklärung braucht, die einem dann gegeben wird. Also so eine Aufschlüsselung der Ereignisse. Wie zum Beispiel Vanilla Sky, auch in seiner Originalverfilmung, nicht schlecht gewesen, aber besonders gut mit Tom Cruise. Meine Schwester hasst diesen Film, by the way. Ich habe den, keine Ahnung, wie oft schon gesehen, weil ich den so toll finde. Oder Inception, so richtig schön verkorkst. Das sind so Serien und Filme, die mich dann immer besonders ansprechen. Dann gibt es noch ein paar Klassiker, die auch ins Horrorgenre fallen. Die ihr alle kennt, die Filme, die bei Scary Movie verarscht werden im Endeffekt. Da weiß auch jeder vorher, was passiert und in welcher Reihenfolge. Aber sie waren halt, wo sie rauskamen, mal neuartig. Und dazu zählen für mich zum Beispiel auch die Teile Final Destination 1 bis 5. Würde mir nie alle angucken. Es reicht völlig, wenn ihr einen gesehen habt, dann wisst ihr, wie alle anderen funktionieren. Aber war meiner Meinung nach auch ein sehr neuartiges Konzept eines Horrorfilms oder Schockers, jedenfalls sehr spannend. Vor allem wegen der Szene, und ich behaupte ja immer, das ist das, was einen schlechten Horrorfilm zu einem guten Horrorfilm unterscheidet. Beim
schlechten Horrorfilmen seid ihr ständig geschockt wegen irgendwelcher Gewaltszenen. Bei einem guten Horrorfilm seid ihr eher geschockt, wie anspannend es ist, zu warten drauf, dass was passiert, weil ihr ständig vermutet, es würde was passieren, aber es passiert nichts. Und das ist wesentlich anstrengender und Nervenkitzel ist da viel größer geschrieben, als wenn ich einfach jemanden zuschaue, der der Reihe nach einen und den anderen zu Tode foltert. In der Hoffnung, naja, wer von den 10 stirbt jetzt dabei nicht gleich, sondern hat wenigstens noch kurzzeitig vielleicht eine Chance zu, naja. Ihr seht schon, ich rede wieder schlecht über Dinge, weil finde ich halt uncool. Was sind eure Horrorfilme? Schreibt mir heute am Valentinstag doch mal in die Kommentare, was ihr so die besten Horror, Schocker, Psycho, keine Ahnung was, Filme glaubt, dass es, welcher das wäre. Schreibt mir doch mal. Oder die besten 2, 3. Jo. Und das soll's von meiner Seite von hier aus heute schon gewesen sein. Für mich geht's jetzt ab zum Kaffeesaufen zur Schwester. Also dann. Tschüss.